dran war von Tefal. Und ich habe auf der Couch gepennt. Also es waren vielleicht 2,5 Meter, 3, keine Ahnung. Luftlinie gemessen und ich habe davon nichts mitgekriegt. Also wenn ich penne, dann penne ich auch. Also da kannst du mich wegtragen wahrscheinlich oder so. Ich weiß es nicht. Aber na gut. Ist ja zumindest ein gesunder Schlaf. Also es gibt ja Menschen, die sind total so, ja weiß ich nicht, Leichtschläfer oder so könnte man dazu ja sagen. Ja, bei jedem Pups aufwachen. Ja, so, keine Ahnung, zwitschert mal ein Vogel oder so. Ja gut, beim Einschlafen, da stört es mich dann auch manchmal. Vor allem so ein Ticken von der Uhr oder so. Boah. Also manche sagen, och, das ist total beruhigend und da schlafe ich total gut bei ein und tralala. Und ich sage, nee, das nervt mich so weit von tierisch. Wenn da so eine Uhr neben mir rumtickert, boah, die könnte ich von der Wand reißen. Nur mal so gesagt, ne? So, und jetzt sind wir auf Etage 11 angelangt. Ja doch, sieht gut aus. Moment mal. So, jetzt hoffe ich, der halbe Hustenanfall ist vorbei. Und jetzt werde ich noch einen Löffel aus dem Tee nehmen, bevor der rumklappert. Na, es gibt so Dinge, die sind halt nicht schön. Die sollte man möglichst vermeiden. Ja, manchmal lässt sich manches nicht vermeiden, aber ja, ne? Ich denke mal, dann kann man auch damit leben. So, jetzt interessiert mich mal, was ist das hier eigentlich? Row Emerald. Haha. Vielleicht sollten wir dahinter auch abbauen. Ich weiß allerdings nicht, was man damit macht. Noch nicht. Wir werden hoffentlich alle dahinter kommen. Was man hier mit diesen schönen Edelsteinen und sonstiges noch machen kann. Ja, hier sind wieder grüne Steinchen. Und das ist Malachitohr. Okay. Ja, wir haben ja noch lange nicht alles ausgereizt und ah ja, das war der Weg. Gut, okay. Manchmal kann man sich auch selbst so ein bisschen machen, aber egal. So, und ja, ich glaube, da werden wir dann mal weiter hier abbauen, diesen Malachitohr. Kann ja auch mal hier so ein Räumchen machen. Wo wir mal wieder ein kleines Legerchen machen. Dann machen wir den 3 breit und dann ist schön der Eingang. Und dann, ja, hallo, machst du mit? Das wäre superiös. Machen wir hier einfach so und dann haben wir ein Mega-Monster-Riesenlager mal wieder gebaut. Ja, wo wir doch den ganzen Klumpatsch wieder reinpacken können. Vielleicht mal hier noch einen Eingang, so 2 breit. Hallo? Naja, von hier kommt ja nicht viel, denke ich mal. Und wo ist das Treppenhaus? Das haben wir auch schon wieder verpeilt, glaube ich, ein wenig. Ich bin nur gerade das Treppenhaus runtergerannt. Und hier hinten haben wir noch mehr von dem Kram. Für irgendwas wird es bestimmt gut sein. Ja. Schauen wir mal. So, langsam haben wir hier auch schon ganz schön was abgegraben. Jetzt tue ich mal wieder das Treppenhaus. Das kann ja wieder nur im Chaos enden. Gut, die Ecke hier kann man auch abreißen, glaube ich. So, dann kriegen wir... Och, du Schreck, was ist das denn da hinten? Naja, man muss ja nicht so viel abreißen, ja. Gut, ich könnte jetzt die ganze Fläche abreißen, ne? Dann hätten wir wahrscheinlich auch was gewonnen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das nicht so unvorteilhaft ist. Da haben wir auch noch Kohle. Ich glaube, hier reiße ich mal den ganzen Block ab, weil da sind eine Menge Mineralien drin. Und sonst ja hier Steins. Die lasse ich jetzt hier stehen. Da haben wir auch noch mehr von. Aber gut, reißen wir den hier vielleicht noch ab. Mal schauen. Aber man merkt schon, wie viele Mineralien und sonst was hier drin sind. Und Spurenelemente und tralala. Nein, Spaß beiseite. Jo. Machen wir vielleicht hier auch nochmal ein Lager? Ich weiß es nicht. So, und die Uhr da oben tickt schon wieder bei 4 rum. Also, wie gesagt, es ist nicht die reine Spielzeit. Es wäre ja zu schön,
So. Machen wir hier auch noch kaputt. Achso, die Seite vielleicht da hinten auch nochmal. Hätten wir da ein Lager und hier ein Lager. Also. Das sollte erstmal reichen, ne? Vielleicht sollten wir vielleicht nochmal einen Schlafplatz und so bauen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich wüsste zu gerne, wo die Treppe ist. Kann mir jemand verraten, wo die Treppe ist? Tralala. Ich habe gerade wieder keinen Plan. Das ist toll. Eigentlich müsste ja relativ ins Auge stechen. Aber relativ, ne? Jo. Ach, der Strich ist... Nee. Hier ist das Treppenhaus. Ha, guck an. Moment, ich zoome mal rein. Und dann kommen wir hier unten. Ach du Schreck, nee, nein, das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Moment mal. Dann müssen wir hier nämlich das Treppenhaus erstmal schützen. Dass dieses bestehen bleibt. Weil, ja, sonst rennen wir hier gleich im Nackten rum oder so. Treppenhaus her. So, jetzt haben wir es aber. So, der Rest kann da hinten auch wieder weg. Das ist dann nicht so schlimm. Die Wand bleibt ja dann stehen. Aber das Treppenhaus rein raus müsste ja eigentlich stehen bleiben, ne? Weil das wäre ja doof. So, und dann würde ich sagen, gehen wir noch die Etage tiefer und werden da mal weiter buddeln. Bin ja mal gespannt, ob da unten uns irgendwelche Kreaturen oder irgendwas noch begegnen wird. Ich weiß es nicht. So tief habe ich auch noch nicht wirklich gegraben und gemacht und getan. Aber das werden wir dann alles, denke ich mal, erleben. So, erstmal rotieren und den... Ja, hoffe ich, das ist auch da, wo ich hin wollte. So, und ja, jetzt sehe ich wieder hier nichts. Das ist super. So, jetzt sehen wir es aber. Also einmal die Ecke markiert, einmal die Ecke markiert. Gut, das sollte reichen. Unsere Gnomoren haben viel zu tun, ja, würde ich mal so sagen. Und ich würde dann auch mal sagen, ich danke erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal eine Etage tiefer. Und zwar in dieser hier. Dann können wir nämlich gleich hier das hier nochmal machen. Zeig mal her hier. Weil hier vorne kommt schon das Treppenhaus an, wie ich sehe. So, und dann ab zu diesem Weg. Dann können wir hier noch schön das Treppenhaus in die Richtung planen. So, Dille, in der Richtung. Und dann, ja, wie gesagt, es ist noch viel, viel, viel tiefer, wie man hier an den Schluchten und so erkennen kann. Ne, also da wird noch einiges auf uns zukommen. Und wir sind eigentlich nur am obersten Ding am Kratzen, ne? Und haben hier schon die verschiedensten Ressourcen und so weiter. Und es wird hoffentlich noch verschiedenste Räumchen und Gnomoren dazukommen, die dann verschiedene Dinge damit verarbeiten können und. Also denn, bis zum nächsten Mal. See you later.